Magazin für die Medizin. Da hat er bitte die ausgeschaut und gesagt, scheiß mich an. Ja, hab ich endlich gerechnet, dass er Ruhe ist und wenig Leute sind wieder alt. Bist du blöd? Ja, ich weiß ja. Boah, was, bin ich so oder mag ich halt so? Ui, gefährlich. Weiß ja nichts, was heißen dort Reisleike Phoenix. Hab mir gedacht, haben die falsche Kuchen gemacht? Reis zum Essen und Phoenix Geflügelreis? Ja, na dabei ist wahrscheinlich Phoenix der Nachfolger von unserem Gildelogo. Warte mal, die zerrupfte Kran. Aber alles wurscht. Durch jeden Spruch, ob ernst, ob heiter, wirst von da immer gescheiter. Bravo! Ihr noch wissen, was heißt das? Boa, Teufel! Bist du deppert? Na, Schulo, einmal noch! Boa, Teufel! Bist du deppert? So schaut aus. Ja. Und dann zu den unsere Leitthema, zu den Gender. Zu den Gender fallen mir nur zwei Sachen ein. Schaut der eine da. Und tut sie übersetzen. Ja. Und wenn der Gleichberechtigung von den blöden Herren, die in der Kuchel arbeiten, und die glauben, dass das Händel, was gerade bearbeitet, das Händel, denn das nicht wurscht ist, wie es heißen, ich sage einfach, was bist du denn? Ja. Der Händel ist ja sicher wurscht, wie sie heißen. Ja. Gibt denn noch was ganz was Wichtiges? Wenn der liebe Herrgott hätte gewollt, dass ich irgendjemand in Arsch eine krall, hätte er aus mir gemacht nichts, die Dr. Janosch, hätte er aus mir gemacht der Zapfen. Geschafft, ihr Straße. Wir haben jetzt gleich viel Autobahn abgeworfen wie der große Stadt Graz. Ja, wir haben mehr wie manche andere große Stadt. Wenn du einfliegen willst über Norden, Einflugschleise, musst du oben über Vogel. Ja, wenn ich so. Was Süd um ein paar Schindelstiefel, aber die Zentrum direkt bei den Gerstorbeine. Also kurz zusammengefasst, wir fahren über alle drüber. Des Weiteren haben wir eigentlich, wir haben drei Bahnhöfe. Jetzt hast du Straße Spielfeld. Ja, früher hat keine Spielfeldstraße, aber jetzt ist unsere. Dann haben wir eine direkte Anbindung zu der Radgonabahn, oben Süden. Ja. Und dann haben wir eigentlich, ja, Vordienstleiter Dinnerl Ratschko, ist drüben bei den Ehrenhausen, gehört eigentlich zu uns dazu, nur haben sie einen Schaß gebaut, haben eine grobe Mur zwischendrin. Ja, dann haben wir bei der Gemeindezusammenlegung, bist du Teppa, da ist gegangen zu, wir seinerzeit bei Autonomieverhandlung. Kennt ihr den noch? Wo alle geschrien haben, ich meine, nein, das will ich nicht, das mag ich nicht. Und der Mastensprenger, der war Südtirol, Italien, Silvio Maniago. Das war es, hat er immer blöd. Nein, danke. Ja, und dann haben wir den nächsten gehabt. In Österreich ist nicht ruhmvoll, aber Franz und Fuchs haben immer gesagt, nein, danke. Und jetzt haben wir einen, der hat immer gesagt, nein, danke, unser Bartelset. Das ist eine arme Galerie. Jawohl. Es geht so viel Treppen auf der Höhe. Es geht so viel Treppen auf der Höhe.
Wow, das ist ein Küller. Aber apropos Bartel. Mein, unsere Baubranche liegt voll auf Wappen. Bauch und Wappen, ja. Aber ich habe trotzdem was Besonderes zu verkünden. Ja. Wie soll ich sagen? Lieber Patrick Grebene, bitte kommst du doch hier. Lieber Herr Patrick Grebene, bitte doch hier kommen zu Biene. Und der Landoni auch. Der Landoni, ich brauche nicht so schauen. Kommst du mal her. Kommst du doch hier. Ihr kriegt ein Geschenk von mir. Toni, komm her. Ja. Schau. Ich habe besondere Ehre, bitte schön, von den Staaten. Slowenien, Kroatien, Rumänien und Ungarn, meine alte Heimat, kriegt ihr Staatswappen von ihnen, weil ihr euch so um den lieben Leib kümmert und unsere Kinder haben. Bravo! Ja, es ist hart, aber hart. Ja, und ein Tipp für unsere heutige Jugend, gell, für die kleine Jugend. Bitte tut ihr bitte lernen fremde Sprache. In Zukunft sagen, Dolmetscher am Bau. Ja! Bewerbungen bei ohne Baufirmen in Österreich, gut also. Man hat mich mein Bub gefragt, Papa, wo ist die Steier? Bin ich mit Bub gegangen zu den Kopis oben? Ja! Hat der mit seinem eigenen Gold, nichts mit meinem, seinem eigenen Goschen, gell? Hat er gekauft Eis. Boah, du, war der gute Schau, aber der ja auch, gell? Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt schau zu, was ist Steier? Hab ich ja mal, der Eis soll ja ihm weggehen, das ist 47%. Was nur der gelernt hat, aber begriffen hat, was ist Steier? Bitteschön, was soll man machen mit Leuten, die auf Staatskosten leben, aber zu faul sind zum Arbeiten? Was? Am besten ausschmeißen aus dem Parlament, du Teufel! Nein, jetzt die Politumfrage zwischen Rot und Schwarz. Meinungsforschungsinstitut hat sich auf die Gratulation. Bitte. Du, mein Gott, aber fein mal mit, Alena. Gratulation, ihr seid immerhin noch besser wie Ebola und die erste islamische Stadt. Und ja, mein Gott. Bitte, liebe Politiker. Ist eh wurscht, welche Farbe. Ist komplett wurscht. Bevor du den Bankenmanager an oder dazu nimmst. Mir fehlen alle Worte. Das Beste wäre eine alternative Bundeshymne für die liebe Politik. 1, 2, 3, 4! Es geht so für Rettung. Bei dem Sozialamt ist in meine Nachbarn gegangen mit seinem Hund. Hat er gesagt, bitte möchte mich anmelden für das Sozialamt. Hat die Frau gesagt, sind Sie deppert? Sagt er, nein. Es ist ganz normal, ich kann ansuchen. Ich sage Ihnen warum. Mein Hund ist schwarz. Ist arbeitslos, ist faul, kann nicht sprechen Deutsch, hat keine Ahnung, wer ist Vater und hat keinen Nachweis, wo kommen Papiere her. Was das ist, was das ist, nächste Woche erst die Überweisung. Österreich ist gute Stadt. Mein Gott, hat sich kleine Bub gefragt, Mama, Bub hat geheißen Mehmet. War Turk. Hat er gesagt, Mama, bitteschön, was ist es sich der Unterschied? Ich weiß nichts, kenne mir nichts aus zwischen Demokratie und Rassismus. Hat die Mama gesagt, bitte Mehmet, zieh's hin, pass auf. Ich erzähl dir. Das ist, wenn Österreich immer brav arbeiten geht, jeden Tag, wir kriegen da gratis wohnen, können kostenlos fressen, können gehen zu den Arzt, wann wir wollen. Kriegen Taschengeld mehr als wie die Schnurrer, die Pensionisten in Österreich. Ja, und das ist Demokratie. Sagt der Mehmet, Mama, werden dann Österreicher nichts besser davon? Sagt sie, nein, das wäre wieder Rassismus. Na ja, noch lebt nichts.
bass too. Let's go hide the warm door. Sagt der arme, guck mal zu den Pensionisten, jetzt sind wir gerade richtig, gell? Sagt der arme Pensionist, Herr, du, mir juckt die Hand. Ich glaub, wir kriegen mehr Geld. Sagt der andere, mir juckt Arsch, ich glaub, der scheißen uns was. Unsere Beamte dran. Beamte, wenn ihr das wohl so Lehrer oder Polizei ist, ist eh wurscht. Die Polizei bietet jetzt an Gratis-Aktion, Gratis-Schnupper-Aktion im Rahmen der Drogenberatung. Jeder hat gratis eine Straße Kokain. Ja, ja, ja. Kommt der Polizist ein in die Spital mit Schussverletzung am Penis. Sagt der Chirurg, bist du deppert, was ist da passiert? Sagt er, hab ich gesagt, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben! Ist nicht geschafft, hab ich geschossen. Apropos Beamte, da sind sie drei Beamte, drei Lehrer, ein Volksschullehrer, bei Hauptschullehrer gibt es ja nicht mehr, die heißen jetzt Neiche in Wissenschaft. Und so ein Sonderschullehrer, kannst du dich erinnern, wie wir geschaffen haben, genau so. Der war sowas von besoffen, sagt der Volksschullehrer, war was, jetzt vor ihm haben. Der war nicht lang gut, ist gleich wieder zurückgekommen mit blärenden Gesicht. Ich dachte, mei, haben wir aufgehalten, haben einen Zettel weggenommen. Puh, dann leiche ich mit der Schule, dann blickst du das, wenn du so streng sind, von ja geil. Aber ich war auch, der schiebt nur mit. Ja, der war nicht lang unterwegs, Viertelstunde war da, hat auch eine blärt, Deckel weg, hat er gesagt, Deckel weg. Und dann hat er gesagt, was tut sich beruhigen, hat er gesagt, das andere Schullehrer. Komm gleich, boah. Kommt er nach 20 Minuten mit den zwei Zetteln? Sagt jetzt, oh mein Gott, wie hat denn das gemacht? Alles kein Problem, alles meine ehemaligen Schüler. Mein Früher war ja alles viel besser, gell? Weil du hast als Strafe dann die Kinder in den Wald reingeschickt. Das kannst du jetzt vergessen. Haben alle ein Handy mit Navi. Ich weiß nicht, ist das der Alkohol, aber ich sehe, glaube nichts. Schau, haben wir eine Aufgabe gekriegt in Schule, hat Lehrerin gesagt, bitte schön kurz daheim zeichnen, Vogel. Ja, ich daheim gezeichnet habe, Vogel. Schön, gell? Schön, schön. Da habe ich gesagt, Mama, bitte, muss ich zeichnen für Schule, Vogel, bitte, wo kommen wir bei Vögel, die vier sind? Hat er mir eine geduscht? Habe ich mich nicht mal gefragt, ob wir vom Schwanz sind? Nein, ich sag dir, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Es gibt wohl nichts. Das ist wirklich wahr. Sakra. Soll ich mit Bier ausspülen? Hey, komm her. Komm her da. So, das erste Stichwort ist sich nichts. Das ist sehr gut. Mein genau, die Kirchen. Wichtige Nachricht aus Rom, via Vatikan, bei unserer Robert Strohmeier. Bitte kommt die Meldung direkt von unten. Wenn eine nackte Frau einen nackten Mann legt und schreit, oh Gott, wird nicht als Gebet anerkannt.
liebe Gott, da wischt die Eva, wie oben beißt bei die böse Frucht, weißt du? Hat er gesagt, und dafür sollst du bluten. Hat die Eva gesagt, bitte darf ich das monatlich abbinden? Ist so dämmer. Habe ich die Linsen vorgespült halt? Das ist ja Wahnsinn. Übrigens, geht der kleine Bub vorbei bei Mama und Papa beim Schlafzimmer, ist hier offen, gell? Der spielt um und um und blärt und sagt, und die zwei wohl nie zum Psychiater schicken, nur weil er ein bisschen Daumen lutscht. Weißt du was? Da bin ich extra mit meiner Frau hingefahren. Hin, ausgestiegen, ihre drin sitzen lassen. Denk mal, jetzt gehst du Kaffee trinken, gehst ein Bier trinken. Ja, und dann kommst du zurück. Ja, weißt du was? Betrug! Werbung ist alles Schweinerei. Da steht K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus. Nix ist vor, die Leute doch scheißen, gut öffnen! Steht das Schild am Eingangstor. Mein Gott. Fürchtet euch vor der Frau. Da ist es harmlos. Es gibt Cola-Leit, es gibt Fanta-Leit, es gibt Weißbier-Leit und es gibt Blöde-Leit. Und dann zu dem Abschluss habe ich noch eine Idee. Frage, schau. Wenn Sie nichts antworten, boah, da missdenken die jetzt. Schau. Was ist das? Bedeutung für ein Wort. Nicht schrecken. Ich hab schon gehört, da redet eine laut. Was heißt das? Nein! Wenn's euch gefallen hat, freundlich nicken! Sag mir das mal!